Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit Miniman gleich. Wir schauen hier in Mamas altmodische Geheimschatulle als allererstes rein, aber die Mythic Lila, die eine Farmable ist, könnt ihr auch über die Super Epic Packs bekommen. Die Topped of Tire Box, habe ich in einem anderen Video erklärt, ist am Ende dieses Videos verlinkt. Topped of Wine mit Bartender Snot Klaus Heisler, Beer Tasting, Beer Festival Hank Hill, Dinner Wine Bob und diesen ganzen Gegenständen hier. So, dann haben wir die Spring Tire Box, passend zum Spring Clash. Wenn das Ducklings, Cuddles, Luan Platter des Dingers, Sack Centmünzen, Lois Griffin und Criss Cross Applesauce plus diesen ganzen Kombos, wen das im Detail interessiert, auch dazu am Ende des Videos die Verlinkung. Dr. Zoidberg, Betrunken im Clam, Beer Festival, Thunder Cocktails, Mac Griffin, Oktoberfest, Amy, natürlich Dr. Zoidi, hammergeil. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt inzwischen habe. Dann haben wir die Viking Peter Box mit Party im Biertank, Jellybean Schnaps, individueller Bierkrug, Dr. Amy Wong und Peter. Mega geile Box auf jeden Fall. Also definitiv ein 800er Pull wert. Aber sind wir auch schon in Daily Combo Master ist angelangt und heute muss ich sagen, heute sind es absolut geile Kombos. Wir beginnen jetzt einfach mal hier mit der Brainwashed Haley und schauen uns die mal genauer an. Brainwashed Haley ist wirklich sensationell geil. Also was heißt sensationell geil? Also sie ist auf jeden Fall mega fett. Ja. So, das ist Brainwashed Haley. Das ist eine Haley mit Fighter-Karten. Wir gehen gleich runter zur Mythic-Version, weil die normale Rare macht wenig Sinn. Da haben wir eine Combo auf der rechten Seite mit 22 Punch, 15-fach berauscht und 26 Stoß durch die Mauer, 20 Angriff und 81 Leben. Funktioniert mit No Mercy, Dojo, Quahog, Martial Arts. Ist da noch am stärksten, 22. Brian, The Home Invader. Snot Rocket, Capoeira Reginald, wow, 47 im First Hit, ich glaube, das ist momentan hier wirklich so das Stärkste, ne? 47 ist, wow, das ist krass. Fashion Wrestling, 45, That's My Parfait, 49. Okay, das ist übel. Also 49 ist krass. Arlen YMCA 46. Stop Hitting Yourself 44. Arcturian Kung Fu 43. Diamond Crusher 41. Und Himalayan Observatory mit 42. Also absolut Oberknaller hier mit That's My Parfait. Ja, wenn wir da 10% draufrechnen jeweils, hast du 25 Punch, hast du 28 oder 29 Angriff, wahrscheinlich 16 berauscht und 73 oder 74 Leben. Das ist schon ziemlich krank, muss ich echt sagen. Also, da, wow, also das tut weh, das zu sehen. Aber gut, ich gebe da jetzt keine 500 Gems für aus. Obwohl ich verstehen kann, also für die ganzen Whales da draußen, die Haley, die Mythic Haley haben, für die Pay-to-Win-Spieler, das ist eine geile Kombo, da wird was reinpayen, ey. Shut up and take my money. Das passt zu diesem Thema jetzt hier. Shut up and take my money. Das werden sich wahrscheinlich die Pay-to-Win-Spieler gedacht haben, als sie diese Haley-Combo gesehen haben. Shut up and take my money. I wanna have the Haley-Combo. So, auch das wiederum ist eine sehr interessante. Naja, was heißt sehr interessante Combo? Die kann halt nur Punch, ja. Und das ist alles, was sie kann. Ist jetzt momentan mit dieser Bag of Nickels oder Sack Centmünzen machbar und ein Fry. Da hast du 43 im First Hit.
Ja. Also, Bag of Nickels. Gut, wir haben jetzt das Thema, dass Rich tatsächlich kommen wird. Also muss es wohl irgendwie ein offizielles Statement in Facebook von Kongregate gegeben haben. Ich habe es aber selbst auch noch nicht gesehen. Ich habe es nur geschrieben bekommen. Ja, dann könnte natürlich das interessant werden mit Bag of Nickels, ne? Aber ich hoffe halt, dass dieser BGE nicht so krass wird, weil also Drunk ist nicht so stark und wenn dann gerade das neue Thema auf einmal so richtig overpowered wird, das wird für alle nicht Pay-to-Win-Spieler echt brutal werden. Aber gut, das werden wir auch wieder verstehen dann. So, da haben wir den Bondage Klaus und der Bondage Klaus ist das da. Ja, da haben wir einen Klaus Heißler. Und da haben wir auch einen Kostümkarten. So, unser Klaus Heißler. Da kommt eine Bombe raus. Ja, und das war es dann auch schon. Auf jeden Fall optisch gesehen ein Knaller, der Bondage Klaus. Ja. Als Charakter in der Serie auch der Oberhammer, aber die Kombo ist Schrott. Sorry, aber das ist halt, muss man einfach so sagen. Jetzt kommen wir zu einer Kombo, wo ich sage, wow, geil. Bin ich froh, dass die jetzt da ist. Also, boah, die hat mich auch schon einige Matches gekostet in der Vergangenheit. Also nicht, weil ich sie gespielt habe, sondern weil ich sie abbekommen habe. Clawplash. Ja, ist mit einem Soidi. Und ja, eigentlich, wenn ich das hier so richtig sehe, ist das jetzt gar nicht so crazy. Wir haben einmal Stoß, wir haben Berauscht. Das war's eigentlich auch schon. Puh. Das Krasse war halt wirklich, also Clawplash, der hat ja, soweit ich das weiß, also hier wird jetzt nur angezeigt Armed, das ist ja, soweit ich das weiß, ist das nicht eine Double-Combo, also hier mit Armed und Fighter, genau, Capoeira und Arcturian Kung Fu. Als dieser Fighter BGE war, da war der echt halt total overpowered, ne? Aber so muss ich sagen, ist natürlich geil. Aber jetzt so richtig krank, dass ich sage, wow, da will ich jetzt meine 1000 reinstecken, ist der jetzt gerade so in der Situation nicht. Also ohne BGE. Ich meine, okay, klar, irgendwann kommt wieder Abend und irgendwann kommt wieder Fighter, aber. Naja, muss jeder von euch selber wissen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall keine 1000 reinstecken. Ich habe mich erst, als ich die Clawplash gesehen habe, riesig gefreut. Hab ich gedacht, wow, geil, ich habe hier einen Zoidberg jetzt. Aber das ist mir momentan die 1000 nicht wert, ja. Oder? Ich weiß halt nicht, wir haben jetzt Anfang der Woche. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommen wird. Schwer zu sagen. Naja, also ich muss mir das echt noch überlegen. Es ist eine gute Combo, ja. Es ist eine Double Combo, das darf man nicht vergessen. Ist für zwei BGEs. Einmal für Armed und für Fighter. Das macht die ganze Sache natürlich noch attraktiver. Longstick with Sharp Rock, eine Card Arcturian, Kung Fu und Capoeira. Das sind Karten, die kann man im Deck haben. Pantry Guns, klar. Wisst ihr was? Ich mach's. Ich hol mir die jetzt so 1000 rein. Fertig.
So, also wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir dem Engler. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.